besonders gut abgeschnitten hat. Bronzemedaille von Anna Maria Gravante in der Klasse bis 48 Kilogramm gleich am ersten Tag. Dann ein fünfter Platz von Anja von Rekowski und gestern Platz 7 für Yvonne Wansert. Das die Ausbeute bei den Frauen, damit kann man durchaus leben. Aber bei den Männern bislang nur ein neunter Platz von Florian Wanner, die anderen enttäuschten. Morgen hat Frank Möller, der deutsche Schwergewichtler, noch die Chance, das Ergebnis ein bisschen zu verbessern. Eine Medaille bei den Männern zu machen. Bei den Frauen sehen wir dann Sandra Köppen, die durchaus Chancen hat, auch hier vorne mitzumischen. Also die letzten Hoffnungen ruhen auf unseren beiden schwergewichtigen Kämpfern. Wir sind hier im Kampf um die Bronzemedaille, sehen Simona Richter aus Rumänien im blauen Judogi und Heidi Rakels aus Belgien in Weiß. Heidi Rakels war 1992 schon Bronzemedaillengewinner, damals noch in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Sie hat sich als Dritte der europäischen Rangliste für Olympia qualifiziert. Simona Richter aus Rumänien ist die EM-Zweite der Jahre 92 und 95. Jetzt versucht sie es mit einem gewaltigen Ausheber. Und da muss Heidi Rakels zu Boden. Und für diese Technik, für diesen kraftvollen Ausheber erhält die Rumänin ein Judo. Die Rumänin war nicht immer Judoka, sie war auch 8 Jahre Freistilschwimmerin in Rumänien und sogar einmal rumänische Meisterin, ehe sie sich dann entschloss, ganz und nur noch Judoka zu sein. Und das tut sie ja auch sehr erfolgreich hier, 28 Jahre alt. Und sie sicherlich die Favoritin in diesem Kampf und hat sich hier auch schon die erste Wertung ein Judo gesichert. Heidi Rakels versucht es mit ihrer Spezialtechnik, einem Haragoshi, einem Hüftfeger. Da steigt sie ganz weit mit dem rechten Bein hinter das rechte Bein ihrer Gegnerin und versucht sie dann entweder nach hinten mit Osotogari, einer großen Außensichel, zu werfen oder nach vorne zu schleudern über das Bein mit einem Haragoshi. Die Hälfte ist rum. 4 Minuten reine Kampfzeit bei den Frauen. Das ist der belgische Trainer Alexander Jatzkewitsch, in den 80er Jahren mehrfacher Europameister im Mittelgewicht für die UdSSR. Jetzt seit ungefähr 10 Jahren Trainer in Belgien. Schöner Ansatz mit Haragoshi. Da muss Simona Richter zu Boden, kann sich allerdings doch noch abfangen. Gelingt der Belgier nicht ganz, die Gegnerin so zu drehen, dass sie auf die Seite oder auf den Rücken kommt, was dann Punkte gebracht hätte. Ah, da gibt es natürlich immer wieder den Blickkontakt zum Trainer, der ihr sagt, du musst rechts enger fassen, die Gegnerin nicht so weit auf Distanz halten, sondern zieh sie dir ran. Das macht sie auch jetzt mit dem rechten Arm ganz gut, macht Druck, versucht jetzt eine Abtauchtechnik, aber rutscht an Simona Richter ab. Die versucht jetzt natürlich im Boden ein bisschen Zeit zu gewinnen, ihre Gegnerin umzudrehen. Und der Kampfrichter macht das Spiel mit, obwohl da unten nicht allzu viel passiert. Und jetzt, als sie hinten eingestiegen ist, da lässt er dann lösen. Also das zeigt mir dann immer, dass diese Kampfrichter eigentlich nicht allzu viel vom Judo verstehen, selber nie Judo gemacht haben. Sonst würde man entweder früher lösen oder später, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, da ist dieser Kampfrichter eben tat. Also es bleibt bei dem Judo-Vorsprung, 43 Sekunden noch zu kämpfen. Heidi Rakels wird jetzt wahrscheinlich noch einmal versuchen, ihren Haragoshi, ihren Hüftfeger anzusetzen. Dazu braucht sie allerdings den Griff mit der rechten Hand weit in den Nacken oder oben am Hals von Simona Richter. Das hat sie jetzt nicht durchsetzen können, versucht trotzdem einen Ansatz und wird dann natürlich
frühzeitig gestört. Sekunden noch, die Rumänin, eine recht clevere Kämpferin, auch sie schon erfahren. Sie kann sich sogar noch eine Bestrafung wegen Inaktivität leisten und wäre immer noch vorne. Wieder dieser Osotogari-Ansatz jetzt, aber der wird mit der gleichen Technik gekontert und dafür bekommt Simona Richter für dieses Herunterdrücken ihrer Gegnerin ein Koka, eine kleine Wertung und führt also jetzt mit Yuko und Koka eine Sekunde. Da wird sich also gar nichts mehr tun. Simona Richter holt die erste Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm bei den Frauen. Ah, da lässt der Kampfrichter nochmal die Kleidung ordnen in der letzten Sekunde. Ein bisschen übermotiviert der Kampfrichter, aber freudestrahlend Simona Richter. Sie holt Bronze. Heidi Rakels bleibt Rang 5. Gute Vorstellung von Simona Richter, wie überhaupt die rumänischen Frauen hier in jeder Gewichtsklasse eigentlich prima mitgemischt haben. Gute geschlossene Mannschaftsleistung der rumänischen Frauen. Und sie wird sich freuen, sie wird sich sagen, ich habe das Richtige getan. Ich habe zur rechten Zeit mich für Judo entschieden und nicht fürs Freistilschwimmen. Da sehen wir die entscheidende Technik, der kraftvolle, gewaltige Ausheber von Simona Richter, der Heidi Rakel zu Boden zwingt. Und hier noch einmal ein Ansatz der Belgierin, der dann gekontert wird mit Osotogari, mit dem Herunterdrücken eigentlich mehr ihrer Gegnerin. Und das ist das Koka gewesen, die zweite kleine Wertung. Also das waren die beiden entscheidenden Techniken in diesem Kampf. Sieg für Simona Richter. Und nun erwarten wir das andere kleine Finale um die zweite Bronzemedaille im Judo werden ja.